Und nochmal heiße ich alle herzlich willkommen zurück zu 4, 2. Ohne Angst. Oh, dahinter ist was. Dahinter ist aber ganz schön viel. Was? Maschinenpistole. Wenn man mir eine Maschinenpistole anbietet, dann nehme ich eine Maschinenpistole. Jesus! Auf was bereite ich mich hier vor? Ich bin, glaub, kurz vorm Ende? Nee. Quatsch. Wo muss ich eigentlich hin? Eigentlich lang. Nein. Was? Da war was? Och nö. Neue Gegner, die unsichtbar sind oder keine Ahnung. Ernsthaft? Energiewaffe. Scheiß Nagelpistole, weg damit! Bitte was? Snakefist? Kolleg! Sind Sie da? Nein. Ich nehme an, Sie haben die Einstellungsdaten. Ich sagte bereits alles, was ich dazu zu sagen habe. Jetzt sagt er nichts mehr. Lassen Sie es mich so einfach wie möglich darstellen. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Der Vorstand hat Leute geschickt, die uns töten sollen. Wir haben nur dann eine Chance, hier lebend herauszukommen, wenn wir Verhandlungsmasse haben, wenn wir einmal kontrollieren, was wir nicht können. Unterbrechen Sie mich nicht! Wenn wir einmal kontrollieren können, muss der Vorstand verhandeln. Aber wir können sie nicht kontrollieren. Sie sagten, es gäbe eine 3%ige Chance, dass wir es können. 3%, das ist fast nichts. Wenn jemand sagt, du überlebst den Sprung aus dieser Höhe zu einer Wahrscheinlichkeit von 3%, dann würde ich nicht springen. Ganz ehrlich. Ich bitte Sie nur darum, die Sache nochmal durchzurechnen und zu schauen, ob wir die Chancen erhöhen können. Ich werde darüber nachdenken. Sie sollten besser schnell denken. Ich bin schon unterwegs. Was? MME-ATC scheint jetzt offline zu sein. Okay.
So, der schnelle Typ. Ich will nicht unbedingt diese Waffe verwenden. Raketenwerfer tut's auch. Sorry, aber der schnell. Da brauche ich was. So was Krasses. Ich warte auf den, dass der mich angreift. Der ist doch jetzt da, oder nicht? Okay, scheinbar. Alter, voll nice Rakete geschossen. So. Jetzt habe ich das nämlich mehr weg. Alter! Was? Das Ding ist nice, aber hat nicht gerade viel Munition. Da war doch. Alter, diese Kanone. So, hier sind ja die kleinen Forschungsdudes. Wo bist du? Da oben. Alter. Voll ausgesaugt. Ich bin Alma 2.0. Na. Ich will da hoch. Wieso komme ich denn nicht? Ach, leck mich doch. Muss ich halt den altmodischen Weg nehmen. Toll, die 10 Schuss schon verbraten. Ja, der eine Typ hatte bestimmt eine richtig krasse Waffe. Genau, der Hammerhead. Wenn die hier rumschleichen. Muss ich vielleicht jetzt da lang? Tatsache, die haben hier ein Loch reingesprengt. Die Bastarde. Oh Mann, wieso hat sich das denn schon wieder verändert? Nein! Nein! Guck doch mal raus, komm! Der ist wie festgenagelt, der Typ.
Ich hoffe, dass es noch mehr von diesen Strahlenkanonen gibt. Das war wirklich ein bisschen mager. Alter. Alter, lasst mich doch mal in Ruhe. Wie viel Schaden die immer noch machen, obwohl es auf leicht ist. Aber es sind ja auch immer mehr Gegner langsam. Du lebst noch? Alter, ich treffe dich! Oh, okay, den habe ich getroffen, der hat irgendwas Komisches gemacht dann. So richtig schöne Salto oder so. So. Ihr seid festgenagelt, das ist schön. Was machst du denn da? Das. Oh, Hammond. Nee, ach Quatsch, Hammond. Was laber ich da? Wie komme ich jetzt auf Hammond? Snakey. Okay, jetzt kommen die Typen. Jetzt kommen die Unsichtbaren oder so, die Assassins, die ganz schnellen Flinken. Deswegen gehe ich hier runter. Weil hier ist noch ein Hinweis. Die fünfte Version des PN ergänzt. Na, da geht's ja wirklich noch runter. Ergänzstoffes scheint starke Wirkung sowohl auf verbesserte wie auf nicht verbesserte Probanden zu haben, ohne jedoch die schwerwiegenden Nebeneffekte von PN4 zu zeigen. Die etwas graduellen Veränderungen an den zellularen Proteinen sind noch immer ausgeprägt genug, um einen schnellen Durchgang der Testgruppe zu gewährleisten. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird derzeit PN6 entwickelt. Und hier gibt es noch Health. Okay. Jetzt bin ich full. Jetzt können diese Elektrospiele Spaten kommen. Ich bin bereit für euch. Naja, vielleicht auch nicht ganz. Ich sehe dich. Alter, ist der schnell. Alter! Alter! Okay. Damit kann ich wenigstens Dauerfeuer machen.
So, wo war der? Alter. Alter. Junge, was ist dein Problem? Alter. Das ist euer Problem, Jungs! Jetzt gucke ich mich hier um, weil hier scheint hier jeder tot zu sein. Jetzt, ich nehme den Fahrstuhl später. Ich bin noch nicht verrückt und gehe jetzt schon da rein. Ah, wusste ich's doch. Alter, Spidey! Der Typen. Richtig lästig. Aber so eine Panzerung nehme ich natürlich wieder mit. Die haben mir nämlich ganz schön zugesetzt, die Drecksäcke. So. Arrivederci! Ach ja, Fahrstühle. Nee, ist klar, ne? Fahrstuhl mit Loch. Ja, bei mir kommen sie gleich wieder wahrscheinlich von oben. Ne? Ich trau dem nicht. Oh. Der mich nicht? Tatsache. Das war ein Überwachungsraum. Das ist ja mal lustig. Zack. Hier hat man den Kinder beobachtet, oder was ist das? Tatsache. Ist ja immer noch ein Kinder. Ah, bin ich wieder oben beim Kind. Ah, nein. Wieder Kindergarten. In der Schule. Nee, genau, Grundschule war es ja. Ach, sind das meine? Ja. Ich komme. Raus hier! Hab alles, was ich wollte! Tja, der arme Snakey. Gerät stöpseln, das ihre Gehirnwellen hochjubelt. Leider ist das einzige Gerät mit Gehirn.
mitsamt dafür auf Still Island in einem alten Nuklearreaktor versteckt. Ich glaube, dass dieser Verstärker sie theoretisch stark genug machen kann, um Alma in einem mentalen Kampf zu besiegen. Ich sage theoretisch, da die Daten zu Alma keine klare Aussage zu diesem Punkt zulassen. Aber es erhöht die Chancen, dass es Alma trifft und nicht sie, wenn ein Kopf explodiert. Und genau das wollen Klingt wir. Klingt ziemlich einfach. Verstärker finden, Backet anschließen, Schalter umlegen und Alma war einmal. Na, Still Island! Ich dachte, der Reaktor wurde vor 30 oder 40 Jahren geschlossen. Und danach hat Armacam übernommen. Nach den Daten von Snakefist ist dort das Haupttestgelände von Project Origin. Wie weit noch, Manny? 15 Minuten bei freier Bahn. Verdammt!